Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Groupcraft. Ja, dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Dragobasle und wir haben hier gerade ein paar Slime und ein Hexenhäuschen entdeckt. Dann nehme ich das mit, das brauche ich nicht. Ja, da hat's eine Hexe. Oh, was spawnt denn hier? Alles Mögliche. Schaut euch mal das an. Krass. Der größte Mist spawnt hier. Aber okay. Acht. Okay, ist ein bisschen wenig. Ja, geh weg. Ich will lieber die killen, die geben wenigstens Loot, das wir gebrauchen können. Oh. Hilf mir, Hexe, nicht angreifen. Dankeschön. Schlimm. Muss der Enderman hin, den will ich auch noch kurz killen, der gibt viele Level. Ach, schade. Der Enderman ist einfach mal ganz weit weg. Okay, hier haben wir Blumen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Dinger brauchen unbedingt für die Farbe, aber die nehmen wir mal mit. Ah, hör auf! Floß da! Ah, stimmt. Ja. Slash PT. Nein, Slash PT. Das war ich ja. Ich habe ja getrollt. Ich habe ja mit dem Stick getrollt. Stimmt. Das seht ihr mal. Ich kann es nochmal machen. Dann wisst ihr es auch, wie es geht. Falls ihr mal Admin seid beim irgendeinem Server oder so. Ihr gebt slash pt ein und dann kitty canon. So. Und dann habt ihr hier die Fackel. Oder sonst irgendwas, ein Item, das ihr gerade ausgewählt habt, als Katzenbombe. Yay! Und mit Slash PT macht es danach wieder aus. So. Aber die Bomben machen weder Schaden, noch machen sie was kaputt. Es ist einfach nur Fun. Und ich finde es einfach eines der besten Trolling-Sachen als Admin. Aber schade, dass man es als Nicht-Admin nicht auch machen kann. Aber ist doch gut so. So. Wir machen hier einen Waypoint. Del Home Farm. Slash Set Home Farm. Und Slash Set Home Farm 4. So. Dann haben wir das. Ich habe jetzt zwei gemacht, weil ich ja den anderen einfach immer wegmache. Und den Farm 4 immer lasse. Und fast immer lasse. Weil es ja dann auch nichts mehr bringt, wenn die Farmwelt neu gemacht wird. Also orange Wolle kann ich gerne gebrauchen. So viel müssen wir auch nicht mitnehmen. Ich nehme es aber trotzdem mit, damit ich Vorrat habe. So, dann gehen wir mal zurück. So, lagern wir mal alles ein, dass wir so gesammelt haben. Nein, das brauche ich nicht hier. Das auch nicht. Okay. Der Loot ist hier drin. Kann ich allen Loot hier rein tun? Genau, die Knochen sind auch hier. Lapislazuli ist hier. Kohle ist hier. So. Dieses Pulver ist hier. Genau. Wo haben wir hier noch? Tintenbeutel sind hier.
Da muss ich jetzt wirklich nur 4 mitnehmen. Der Rest tue ich. Nein, 4. Der Rest tue ich hier hin. Was mache ich jetzt gerade hier? So. Also, was brauche ich alles für Alchemie? Ich brauche. Ich möchte gerne ein paar Netherbrick mitnehmen. Ein bisschen mehr. So. Wir brauchen für Alchemie vor allem. Ja, nicht dieses Netherbrick, sondern dieses Nether Quartz. Da ist das Nether Quartz. Dann brauche ich Zucker, Zuckerrohr. Und Lohe-Routen. Da nehme ich gleich mal 4 mit. Ich glaube, man braucht 4 oder 3. Ich glaube, 3. Glass-Bottle könnten wir mitnehmen. Glowstone könnten wir mitnehmen. So. Und was noch? Ja, okay, das reicht. Dann machen wir heute ein bisschen Alchemie. Dann haben wir etwas zu tun. Ja, das lassen wir hier. So. Also möchte ich hier hinten machen. Wo wir Platz haben, irgendwo hier. Ja, da unten. Ja, wir haben kein Ding momentan. Keine Axt momentan. Ich habe, glaube ich, Eisen dabei, oder? Habe ich gerade kein Eisen dabei? Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ja, kein Eisen dabei. Da muss ich holen. Oder habe ich hier drin Eisen? Nein, aber zum Austauschen hier einen Helm. So. Gut, dann hole ich mal Eisen. Mache ich eine Eisenaxt. Und zwar so. Eine Eisenaxt, danke. Sehr schön. Und zwar müssen wir hier noch ein paar Bäume fällen. Dann haben wir eine schöne Hexenhütte. Ja, nicht Hexenhütte, irgendwas mit Nether für unsere Alchemie. So, und zwar machen wir hier flach ab hier, oder? Ja, ab hier. Machen wir schön flach. Sehr schön. An diesem Part kommen wir gut vorwärts. Die zwei Level können wir dann noch kurz mit dem Fischen verbringen. Und sonst weiß ich nicht, was wir noch machen sollen. Aber der Part, ja. Der Part ist auch nicht so lang. So. Wir machen hier mit Nether Brick den Boden. So, mehr haben wir leider nicht. Dann machen wir hier mit Nether Quartz, Nether Rack mit Nether Boden die Farm. So, da möchte ich gerne noch mit Ding zumachen. So. Und hier. Und hier. Sehr schön. Hier auch noch ein bisschen weiter nach oben. Genau so. Das möchte ich auch noch umwandeln. So. Genau. Haben wir jetzt hier nicht abgebaut. Wo ist das jetzt hin?
Okay, schon. Schade. So. Ein Crafting Bench. Und eine Kiste dann. Zwei Kisten. Sehr schön. Ja, das muss ich jetzt fliegend machen. Nein, nicht so fliegend. So, genau. Hier drin machen wir mal alles, was wir gerade nicht brauchen, rein. So. Den Beutel möchte ich gerne runternehmen. So. Wo haben wir hier jetzt eine freie Fläche? Müsste ich das schon fast hier machen. So, genau hier. Und zwar mache ich jetzt hier länger einen Fluss, damit ich hier Zuckerrohr anbauen kann. So, genau. Oh, nicht runterfallen. Das ist jetzt ein bisschen schlecht hier. Auf dieser Seite kann man, glaube ich, besser nach oben. Deshalb gehe ich hier nach oben. Ja, sehr gut. Da sind wir schon oben. Das möchte ich wegmachen. Das sieht richtig grässlich aus. Dann machen wir das gleich mal. Ja, zu wenig Erde. Okay, da kann ich die Grasblöcke hier dafür benutzen. So. Ja, haben wir auch zu wenig dafür. So. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Das ist nicht vollwertiges Wasser. Das machen wir so. Und so haben wir ein stilles Wasser gebaut. So einfach. Gut. Und hier pflanzen wir das an, aber dafür brauchen wir... Für was? Was brauchen wir für Nettowarzen? Ah, ja, genau. Ja, das ist schlecht. Da kommen wir nicht hoch. Wir brauchen Soul Sand für Nettowarzen. Ja, das hätte ich mir ausdenken können. So, netter Soul Sand ist wo? Hier ist Soul Sand, aber wir brauchen mehr. Haben wir nur so wenig Soul Sand? Ja, da müssen wir merken, nochmal Soul Sand zu holen. Das ist schon wichtig. Gut. Da wieder runter. Genau, dass wir keinen Fallschaden bekommen. Das Soul Sand machen wir hier hin. Genau. Und den Netzwarzen hier drauf. Dann haben wir gut zum Ding machen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das Ding machen können. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es geht. Aber das werden wir schon herausfinden. Ah, ich weiß nicht, wie es geht. Ah, ich weiß es, glaube ich, wie. Das muss ich dann noch. Ich brauche Steine. Wir brauchen, glaube ich, Half Steps. Und so irgendwas. Ich kenne die Crafting-Rezepte nicht genau. Aber das würden wir herausfinden, indem wir es machen. So und so. Und dann werden wir hier noch ein bisschen Eisen gießen. So, gib mir mal ein bisschen mehr Kohle. Dankeschön. Ah, hier hätten wir noch Tintenbeutel, aber wir brauchen nicht so viel. Wir müssen nämlich runter zum Garten. So, und zwar färben wir hier mal zwei, aber Mist. Ja, wir müssen noch warten mit dem Färben. Wir müssen sie einteilen, dafür brauchen wir Zäune. So. Hier haben wir eigentlich genug für Rot. Sehr gut. Genug Schafe für Rot zum Einteilen.
Gut. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Dafür müssen wir hier rein. Genau. Jetzt müssen wir nach oben. Und ein bisschen Stein aus dem Ofen tun. Da. So. Half Step. So. Und jetzt wieder zurückgehen, um dann einen Alchemietisch zu machen. Okay, jetzt habe ich es nicht getroffen. So. So. Das sind die Lower Routen. Jetzt muss ich schauen. So. So. Nicht so. So, so, so und so. Ich weiß nicht, wie man eine. So, wie macht man einen Dingtisch? Wie macht man einen Tisch, Alchemiestand? Es muss mit deinen Materialien sein. So? Nö. So? 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 Und so mit Eisen noch dazu? Ich weiß es nicht. Ich schaue nach, bis nachher. Welche Apparaturen brauchen wir, das ich jetzt gerade nicht kenne? Ein Wasserbottich brauche ich ja nicht mehr. Das war doch irgendwie so. Ja, Cauldron. Ja, ich muss bis nächstes Mal schauen. Ich brauche einen Alchemiestand. Okay. Dann schauen wir mal, ob das hier ausgewachsen ist. Ich denke. Ja, die sind schon ausgewachsen. Gut, dies ist ausgewachsen, das ist ausgewachsen. So. Die sind auch noch nicht ausgewachsen. Wir haben irgendwo angepflanzt. Können wir da noch ein paar stehlen? Dafür gehen wir hier runter. Irgendwo hier haben wir doch angepflanzt. Nein, das ist beim Garten. So, da haben wir auch diesen Part noch recht weit gemacht. Ein bisschen Zeit haben wir noch. So. Auch noch, sehr gut. Wow, ein Stack bekommen wir über. Was ist denn der Rest? Ist der hier runtergefahren? Ich weiß es nicht. Komm, ein Stack, genau. Jetzt haben wir ein Stack. Sehr schön. Ein Stack bekommen wir aus dem Zeugs über. Dann bauen wir oben noch ein paar, weil wir zu faul sind an. Sehr gut. Ah, ist das schön. Ich mag diese Umgebung. So, mehr brauchen wir nicht. Gut, das legen wir rein. Das ernten wir. So, jetzt ist Nacht. Jetzt machen wir noch ein bisschen. Jetzt fischen wir noch ein bisschen, bis der Part fertig ist. So. Und zwar haben wir nicht eine bessere Angel als diese hier. Irgendwo muss noch unsere Angel sein. Wahrscheinlich dort unten. Ja, dann gehen wir dort runter. Es gibt doch eine bessere Angel, haben wir doch gemacht. Also, der Part ist fertig, wenn wir geangelt haben. Genau diese zwei Level. Okay, dann ist das hat er da oben. Hier ist es nicht. Dann ist die Angel halt oben. So, da ist Kobbel nur drin.
Und zwar, wo ist die Angel? Wo ist die Angel? Hier ist die lang. Sehr schön. Das nehmen wir noch raus. Okay, ein Level müssen wir angeln. Sehr schön. Wo tun wir das Stein hin? Hier. Okay, dann gehen wir zu einem schönen Angelplatz. Und zwar... hier... Ah ja, wir waren ja das letzte Mal hier hinten. Dann werden wir auch hier auf der Angelinsel bleiben. Sehr schön. Also, auch mal wieder ein bisschen angeln. Ist doch nett. Und zwar werden wir hier im Tiefen angeln. So. Genau, ich weiß, was ich mache. So, ich mache einen Schild, wo steht... Angelplatz. So. Sehr schön. Haben wir das auch gemacht. So. Also, ich sage jetzt schon mal an die Tschüss, die ich die nicht mehr weiterschauen, weil nur noch geangelt ist. Auf Wiedersehen. Und für die, die es interessiert, die dürfen gerne noch ein bisschen weiterschauen. Also, tschüss. Das war nix. Komm. Wo ist die Gischt? Die Luftbläschen, wo sind sie? Hallo? Luftbläschen? Ah, jetzt kommen sie. Sehr schön. Ja, leider geht es ein bisschen lang. Aber ich werde den Part noch machen, weil der Part ist noch ein bisschen zu kurz. Sehr schön, aber auch nur schlechte Fische. Die Kabeljau und die Lachse. Gibt es auch etwas Anständiges? Der Fisch ist nicht runtergefahren, das ist gut. Ich hätte gerne mal ein Spiel, ein Rollenspiel am besten oder so, wo man richtig gut angeln kann. Wo man richtig auch etwas bekommen kann wie Schatzkisten oder Schuhe. In den Schuhen wären dann Schätze drin oder so. Und andere Sachen, kleine Kästchen, Schatzkarten. Oh, so ein richtig cooles Action-Adventure oder Rollenspiel. Wo richtig gut geangelt wird. Ah, schön. Hier ist es schon fast langweilig. Also, man kann ja nicht gut, besonders gutes angeln. Ja, hier zum Beispiel ein Kugelfisch. Ist ja auch hier jetzt nichts Spezielles. Kann man, glaube ich, für die Alchemie gebrauchen. Ich weiß es nicht, aber das werden wir ja dann herausfinden. Ich werde jetzt extra nicht gut herausfinden, was wir für Tränke herstellen können. Wir werden es dann austesten. Lachse. Ist ein bisschen blöd, dass wir so Schrott bekommen. Weil die Angel ist schon recht gut, aber halt nicht optimal. Schon wieder ein Kugelfisch. Die Hälfte haben wir bald geschafft. Nun gut. So, für die, die hier noch mitschauen, zwei Fragen. Die erste interessiert mich noch, ist für euch die Lautstärke im Allgemeinen vom Video, von der Sprache gut oder ist sie nicht so gut? Ist sie zu leise oder ist sie zu laut? Stellt am besten eure Headsets, also eure Lautsprecher oder Headset, wo ihr halt den Sound herbekommt, so ein, dass ihr auf Mittel eingestellt habt, im Mittel von anderen Videos, die ihr so schaut,
ob es im Allgemeinen zu leise ist oder zu laut. Ich kann leider es nicht mehr viel lauter machen, sonst hört ihr dann auch die Dinggeräusche, aber ich bekomme ja bald ein neues Headset und ein Mikrofon. Ein gutes Mikrofon, so wie die Profi-Let's Player, das will ich schon lange und jetzt ist ja mein Geburtstag morgen. Also heute nehme ich auf 24. Am 25. und 26. kommt der erste Part, den ich heute aufgenommen habe. Und dann müsste es ungefähr der 27. sein. Ich werde einfach da mal irgendwann mal mein Geld investieren, sobald ich kann. Ich werde wahrscheinlich später erst das Headset kaufen können. Und ja. Also, und die zweite Frage ist, soll ich weiterhin solche Angelfolgen machen? Dass ich einfach Folgen ein bisschen weniger lange mache. Oder ab 30. Also, dass ich eine Folge 30 Minuten mache. Und ab dann nur noch Angel. Noch ein bisschen Zusatzzeit investiere. Oder ob ich es so lassen soll. Das dürft ihr gerne abstimmen. So. Ich finde es gut. Oh! Wow, mein erster Regenbogenfisch. Oder wie der heißt? Clownfisch. Sehr schön. Das war jetzt ein glücklicher Fang. Aber es geht ein bisschen lange. Also mir ist es langsam ein bisschen langweilig. Wie findet ihr so das Angeln bei Minecraft? Auch so langweilig wie ich? Das kann auch eine gute Frage sein. Also die dürft ihr auch gerne beantworten. Und ja, wie findet ihr es eigentlich, wenn ich manchmal so Fragen stelle, damit ihr etwas zu schreiben habt unten in die Kommentare? Wäre wirklich toll, wenn ihr mitmachen würdet. Sieht immer so aus, als würde man dieses Teil fallen lassen, aber irgendwie nimmt man es doch auf, aber das Aufnehmgeräusch ploppt nicht. Das hört man nicht. Ich habe 100 FPS, wow. Zwar ein bisschen weniger als sonst, aber weiß nicht wieso, dass ich weniger Geräusche habe. FPS momentan habe. Und auch Geräusche, das ist auch ein bisschen leise eingestellt. Das kann ich mal ein bisschen machen, ein bisschen lauter wieder machen. So. Oh, jetzt habe ich einen Fisch verpasst. Hätte ESC drücken sollen, dann ging es direkt raus. Nun gut, schaut mal, wie viel Haltbarkeit wir haben. Wir haben so wenig schon verbraucht. Das ist mal nice. Noch ein bisschen. Das wird eine längere Folge. Das ist doch gut, wenn ich manchmal eine längere Folge mache. Na, kommt, beißt was ein. Beißt was an. Ja, jetzt. Oh, Lachs. Kaka. Das wäre noch eine gute Idee, um die Parts ein bisschen länger zu machen. Aber mehr anlocken wird es wahrscheinlich nicht. Aber mir ist es auch egal, weil ich ja nicht auf die Aufrufe aus bin. Eher für die aktiven User. Ich hätte gerne ein paar aktivere User, aber es gibt jetzt schon mal Liker, die für mich einfach ein paar Videos liken, sie auch schauen. Dafür Dankeschön. Aber brauchen tue sie ja nicht. Aber wenn es da gerne ein paar Leute gibt, die für mich ein bisschen die Arbeit machen, für mich ein bisschen pushen, ist doch das sehr nett. Ja, kommt ihr? Gibt es noch einen Tag? Also der Tag wird, es wird gerade Tag, okay. Ja, jetzt kommt einer. Schaut mal her. Ist der nicht nice? Ah, es war ein Lachs. Ach so. Aber auf Level 30 geht alles so lange, also wir müssen noch ein paar Fische fischen. Aber wir haben leider das Fishing-Glück drauf, dass mehr Fische kommen und nicht Schätze. Sonst hätte ich gern noch ein bisschen weiter gemacht, aber wir brauchen dann eine zweite Angel. Ich glaube, Glück des Meeres ist das mit den Fischen. Ja, zum Beispiel ein Kugelfisch wieder mal.
Wir können dann mal ein bisschen kulinarisch sein und irgendwelche Fische essen. Aber ja, Lachse könnten wir dann mal mitnehmen zu einem Ausflug in die Farmwelt oder sonstigen Ausflug. Schaut her, wir haben wieder einen Lachs bekommen. Ah, schön, dann ist der Part leider aber auch schon zu Ende, wenn wir Level 30 zu haben. Aber wir gehen nach oben und die tun die Fische noch aus. Lagern. Oder machen hier eine Kiste. Dann müssen wir die Fische nicht oben lagern, können sie auch hier unten lagern. Okay. Ja. Und schaffen wir das jetzt gerade noch in einer Minute? Es kommen gerade keine Fische. Das wird ein langer Part. 40 Minuten, 50 Minuten, weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe den Timer schon abgeschaltet. Oh, noch ein. Dann gibt es im nächsten Part dann gleich das Verzaubern mit Level 30, einen Diamantenbrustpanzer, wenn ich es dann nicht vergesse. Ja. Kommt ihr, beißt ihr an? Komm schon. Sonst muss ich länger hochladen. Jetzt kommt er. Und was ist es? Ein Kabeljau. Raufisch, Puffisch, Clownfisch. Aha. Ich mach mal auf Deutsch. Weil ihr ja ein deutsches Let's Play sind, muss es auch auf Deutsch sein. So. Und? Schalt um, schalt um. Ich will weiter zocken. Ich will weiter aufnehmen. So, jetzt. Also, hier machen wir wieder den Crafting Bench hin. Und eine Doppeltruhe daneben. So, Doppeltruhe daneben. Die Fische machen wir hier hin. Den Clownfisch mache ich nach oben. Den nehme ich noch mit. Gehen wir nach oben. Hier könnten wir noch eine Brücke hin tun. Das ist unsere Fischerinselbrücke. So, die machen wir dann mal noch ein bisschen schöner. Ja. So, wo ist unser Haus? Ah, das ist auf dieser Seite. Das Haus ist da drüben. Ja. Gut. So, abliefern das Zeugs. Ah ja, die Angel muss ich dann noch runter tun. Genau. Kleinfisch kommt hier hin. Die Schere muss ich dann noch nach unten machen. Ja, ich werde jetzt ein paar beenden. Tu noch die Angel in diese Kiste, die Schere in die Kiste dort unten mit den Schafen und tu noch den Sattel hier rein. Und die Eichenholzbretter hier hin. So, haben wir noch Holz hier? Ja. Also, dann brauchen wir noch wie viel? 4. So, viel Holz. Gut. Ja, also, Dankeschön fürs Schauen dieses Partes. Tschüssi!